Warte, wir haben hier noch eine Kiste. Das wird halt die Fehlaufnahme hier. Ach nee. Geht doch noch voll klar. Ja, warum stürzt der jetzt hier ab? Kann der nicht klettern? Ich hab die scheiß Granate ausgerüstet. Welche denn? Vor allem letzter Aufnahme, ich brauch eine Incendiary Grenade, ich brauch eine Incendiary Grenade. Jetzt, ich brauch eine Incendiary Grenade, ich brauch jetzt. Ja, ich, snap was ab, zack. Oh cool, hast du da beide damit erwischt. So, Fettsack. Komm. Down ist er noch nicht. Ich glaube, jetzt ist er tot, oder? Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Oh, zum Glück habe ich ihn nicht angeschossen, der Dynamit. Dann schieße ich ihn auch mal besser nicht an. So, ist doch das Beste. Ich war ja eben total überfordert, weil ich auch auf einmal jetzt 10 Markus Höhle waren. Ey, die kommen jetzt trotzdem noch. Ich sehe hier gerade einen schon. Und meine Munition ist auch jetzt schon wieder leer. Was ist da gerade explodiert? Was ist da gerade explodiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ein Markus Söder gerade zu dir nach unten auf dem Weg ist. Ja, ich sehe ihn ja. Wow. Was war das denn? War da jemand hinter dir explodiert oder was? Ich weiß es nicht. Mann. Ich kann dich leider nicht freischießen. Kann dir nur zugucken, wie du jetzt langsam allmählich stirbst. Mann, dass ich von hier nicht mehr außer Feuersupport geben kann, ist scheiße. Also müssen wir mal gucken, ob irgendwie, Die haben dann einfach rennen, oder was? Ja, also... zumindest gucken, dass die Markus Söder, also wenn du da irgendwie Markus dran Söder. Ja, dass du da dran vorbeikommst halt. Wie hieß der jetzt nochmal? Rühl. Markus Rühl, okay. Helena, weg da! Das ist Christi Dohl. Markus Söder oder Leon. Rühl. Ich brauche Hilfe! Ja, an der Stelle stürzt immer ab. Ja, das ist gescriptet, Junge. Das ist mitten im Leben wie bei RTL, das ist... Momentchen mal. Da muss ich mal gerade überlegen, kann es sein, dass jemand einen gefälschten Kandidaten bei Schwiegertochter gesucht eingeschmuggelt hat, nur um zu dokumentieren, was RTL und Vera Entwehen seit 10 Jahren für eine Scheiße mit Menschen abziehen, die sich nicht wehren können? Und hat sogar extra Schildkröten in der ganzen Wohnung verteilt, die sie selber mitgebracht haben. RTL hat unsere Figur genommen und sie auf ein ganz anderes Level gehoben. Die haben unsere Figur noch weiterentwickelt. Mein RTL. Es gab gar keine Möglichkeit, den Text zu vergessen, weil RTL hat immer gesagt, was man sagen muss. Sag doch bitte mal, manchmal gehe ich dann auch in die Zoohandlung und gucke mir die richtigen Schildkröten an. Manchmal gehe ich dann auch in die Zoohandlung und schaue mir die richtigen Schildkröten an. Ist halt so. So, ich sehe den Fettsack schon von hier. Jetzt habe ich keinen davon erwischt. Sie machen immer Probleme. Ich glaube, Fetti ist down. Ja, Fetti ist tot.
So, Markus Rühl kommt da gerade. Ganz easy. Okay, ich habe keine Munition mehr. So, das haben wir geschafft. Bro, easy. Achtung, hinter dir ist gerade, oder neben dir. Klar, ich lauf einfach. Alter, wie viele sind denn da noch, Markus Rühl? Ey! Wo bin ich denn hier eigentlich? Im Fitnessstudio. Ey! Mann, ich krass, ich hab alles. Ich hab jetzt keine Nerven mehr. Wir haben gerade erst angefangen. Jetzt werde ich hier noch voll gekotzt. Wie in der Altstadt. Also schieß mal von der Entfernung auch noch drauf, aber ich weiß nicht, ob ich hier viel bewirken kann. So, was haben wir? Mein Gott, Junge. Dieses Spiel macht mich komplett fertig. Boah, da liegen haufenweise Skillpunkte da unten, da muss ich gleich unbedingt nochmal hin. Ja, ist auf jeden Fall gut, wenn du die Brücke runterkriegst, weil dann können wir uns endlich wieder supporten zusammen. Ne, es kommen jetzt Gegner. Ja, hinter dir ist schon welche, aber ich hab's ihn gerade besiegt. Hinter dir! Ja, ich weiß, ich schieß grad schon. Junge, wie langsam geht diese scheiß Brücke, Niklas, Alter. Ja, kriegst du hin. Ist ja gut. Sehr gut. Vor allem den Rest hätte eigentlich die Schwerkraft auch machen können. Da hättest du gar nicht mehr kurbeln. Oder sollte man eigentlich gar nicht mehr kurbeln brauchen. Achso, hast du schon besiegt. Okay, ich will mal die Skillpunkte will ich mir mal holen. Ist da überhaupt noch Zugang, da wo du herkommst? Nee, ne? Du bist hierher gekommen, oder? Ja, wenn jetzt kommen jetzt Gegner in dem Moment, der da rennt schon der nächste hoch. Aber die liegen auch Skillpunkte. Munition. Hast du die ganze Zeit hier einfach rumgestanden? Da auf der anderen Seite ja. Ich konnte ja nichts machen. Ich musste ja warten, bis die Brücke unten war. Das ist Max Rühl. Der ist gerade mutiert zum Max Rühl. Tschüss. Dann hätte man einfach auch hier runterkicken können. Mann, das ärgert mich, dass ich nicht die Dings kriege. Das waren für viele Skillpunkte. Da liegen mindestens 6000 Punkte rum. Ja, ich muss erstmal beruhigen. Ja, tu das. Erstmal Schnupftabak. Ja, hab ich den. Jetzt geht's hier. Oh, nee, Junge, Mann. Oh. Beschütz mich, Niklas. Zum Glück habe ich auch eine schöne Katze. Nicht Katze, eine schöne Kamera. Oh! Was ist alles vollgesaut, Junge. Warte. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Guck mal, jetzt kann ich hier richtig Reverb draufhauen, damit es aussieht, als wären wir hier in der Höhle. Und dann, wie du deinen Schnupftabak hier einfach ziehst. Ja, aber ich hab alles vollgezaubert. Oh, dann muss ich jetzt richtig ins Hirn schießen, den Shot. Es gibt auch... Ah, ich wollte das unbedingt nachgucken. Ich guck mal Google. Schnupftabak. Achtung, da kommt ein Gegner. Schnupftabakmaschine. Oh. Gleich drüber, wo du herkommst. Der kotzt auf dich drauf. Wo denn? Maschine. Ah! Ich hab's gefunden, Bilder. Nice. Ja, ich kenn die. Schnupftabakmaschine. Ja, gönn dir. Wenn du so auf das Zeug stehst, dann gönn dir eine Schnupftabakmaschine. So? Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn jemand von euch noch Schnupftabak nimmt, was ist eure Lieblingssorte und warum tut ihr diesen Scheiß euch an? Junge, wie viele Züge gönnst du dir? Zwei, schau, einmal ist voll gesaubert. Zwei! Freunde finden das auch okay oder hast du das bisher noch nicht erfahren, dass du Schnupftabak bist? Nein! Weiß sie oder weiß sie nicht? Ich bin nämlich sehr jeden Tag. Ich hab grad nur ganz klein. Du weißt,
als Partystumpftabak genieße, hatte ich so das Gefühl, naja. Ugh.